Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video und zu meinen 5 Tipps für stressfreiere Weihnachten. In den letzten Jahren wurde Weihnachten immer verbunden auch mit Stress und mit Hektik. Ich weiß gar nicht, warum. Bei mir kommt das gar nicht so stark auf. Aber ich lese das immer wieder auch bei Instagram. Umso näher Weihnachten rückt, umso gestresster sind die Leute, umso hektischer werden sie. Und dann können sie ja diese Weihnachtsstimmung überhaupt nicht richtig genießen. Und deswegen habe ich heute 5 Tipps für euch, wie ihr das so ein bisschen umgehen könnt. Und das erste ist, dass man einfach rechtzeitig Ideen sammelt für Weihnachtsgeschenke. Das mache ich schon wirklich im Laufe des Jahres. Immer wenn ich mich mit jemandem treffe oder etwas sehe, was für diese Person passt, schreibe ich mir das irgendwohin auf, besorge es vielleicht sogar auch schon. Dann habe ich nämlich nicht so kurz vor Weihnachten oder dann so im November dieses, oh Gott, was schenke ich nur? Weil ich mir das halt schon über das ganze Jahr überlegt habe und dann besorge ich auch die Geschenke schon rechtzeitig. Ich warte halt nicht bis zum 10., 20. Dezember, bis ich dann erst die Geschenke besorge, sondern fange da wirklich schon im Oktober, im November mit an, damit dann, wenn die Weihnachtszeit wirklich ansteht, ich die Weihnachtszeit genießen kann und da vielleicht noch ein paar Bastel-DIY-Sachen mache, aber die großen Geschenke halt schon besorgt sind und das halt nicht auf den letzten Drücker machen muss. Wenn ihr bei manchen Leuten einfach nicht wisst, was ihr ihnen schenken sollt, das geht mir auch so, dann lasst euch inspirieren. Auf YouTube gibt es so viele Geschenkideen-Videos. Auch auf Instagram kann man sich super inspirieren lassen. Es gibt mega viele Blogartikel dazu mit Geschenkideen. Bei Davanda kann man super stöbern. Also da hängt dann auch nicht diesen Gedanken nach, oh, ich weiß nicht, was ich ihm schenken soll, abhaken, sondern dann nehmt euch diesen speziellen Menschen, der euch da Sorgen bereitet, geht ins Internet und schaut einfach, dass ihr da was findet und wartet halt nicht, zögert es nicht bis zum letzten Moment raus. Mein zweiter Tipp ist es, den Aufwand von DIYs zu bedenken. Also das passiert mir auch immer wieder, dass ich so denke, oh, in diesem Jahr möchtest du das basteln und das basteln. Und dann ist so ist es so Anfang Dezember und du denkst so, wann soll ich das jetzt alles basteln? Und ich muss das ja noch alles besorgen und ich brauche aber auch ein paar Stunden, um das zu fertigen. Also ich finde es schön, wenn man sich Weihnachten Zeit für DIYs nimmt, das mache ich super gern, aber ich plane das anders. Ich weiß schon im November, was ich in diesem Jahr machen möchte, seien es jetzt Geschenke oder für mich Dekoration. Ich weiß, was ich machen möchte, ich weiß, was ich dafür brauche und besorge das auch schon, damit ich dann wirklich alles da habe und mich dann ganz in Ruhe, ganz besinnlich hinsetzen kann und das machen kann. Halt nicht in Stress gerate, weil ich noch die ganzen Sachen besorgen muss, die ich dafür brauche, sondern ich einfach alles da habe und es dann ganz in Ruhe machen kann. Mein dritter Tipp ist Online-Shopping. Also ich gehe im Dezember nicht mehr in irgendwelche großen Einkaufszentren. Ich gehe sogar kaum noch in die Stadt, weil da sind halt diese ganzen Menschenmassen und das stresst natürlich. Also das ist automatisch. Da kommt keine Weihnachtsstimmung auf und nix. Das stresst einfach. Also warum nicht Online-Shopping? Also man muss ja dann manchmal nicht mal mehr Versandkosten bezahlen. Die sind entweder sowieso frei, weil kurz vor Weihnachten, dann kommt man über den Mindestbestellwert oder man hat Amazon Prime, so wie wir, dann bezahlen wir sowieso keine Versandkosten. Also ich shoppe eigentlich alles online. Ich würde sagen, so 80% beziehe ich wirklich online. Vierter Tipp bezieht sich nochmal auf die Menschenmassen in Läden. Vermeidet die Rush-Hour in Supermärkten. Also geht halt nicht noch am 23., dieses Jahr geht es ja doch am 24., obwohl es ein Sonntag ist, sind, glaube ich, auch die Supermärkte offen. Also geht nicht am 22., 23., 24., 12. noch einkaufen. Also ich weiß jetzt schon, was es Weihnachten zu essen geben wird. Und das heißt, ich werde so am 20., 21. losziehen und das alles besorgen. Und das, was wirklich frisch sein muss, das hole ich dann halt abends, ganz spät abends, bevor der Supermarkt zumacht, weil dann kaum noch Leute sind. Weil diese Massen in den Supermärkten, die dann da nun mal da sind, die stressen einen natürlich auch. Dafür wird automatisch eine unglaubliche Hektik verbreitet und das muss man nicht haben, indem man einfach anders plant, indem man einfach zu anderen Zeiten in den Supermarkt geht. Wirklich so kurz vor Schließzeit ist doch völlig in Ordnung und da ist kaum noch jemand außer euch da. Und mein fünfter Tipp bezieht sich auch so ein bisschen darauf. Also habt spätestens am 22. Dezember alles fertig. Also wisst, was ihr essen wollt, habt im besten Fall, wenn möglich, schon alles eingekauft. Habt alle Geschenke, habt diese Geschenke auch schon eingepackt. Habt eure komplette Dekoration
fertig und wisst auch, was ihr anziehen wollt. Weil oft ist mir passiert, ich hatte so ein ganz tolles Hemd für Winter, weil ich so für Weihnachten gedacht habe. Und dann stehe ich so am 23., 24.12. da, will das alles so schön zurechtlegen und denke so, aber eine passende Hose haben wir dafür jetzt nicht. Also ich weiß eigentlich jetzt schon, was die Kinder Weihnachten anziehen werden. Aber dadurch weiß ich halt, dass auch alles da ist und ich habe dann nicht den Stress, dass dann wirklich noch irgendwas fehlt. Oder dass man selbst gern ein schönes Kleid anziehen möchte und dann, als du es anziehen möchtest, fällt dir auf, da ist aber eigentlich gar keine Strumpfhose mehr da. Das passiert auch so, so oft. Also guckt einfach, dass ihr an alles denkt, rechtzeitig alles zusammen habt, um so den Stress zu entgehen, der Hektik zu entgehen und Weihnachten einfach mit eurer Familie genießen könnt. Ich hoffe, das heutige Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann!